Leute, mir ist was richtig Übles passiert. Der gute Vortex hat mir seinen Account zur Verfügung gestellt, dass ich bei ihm sammeln. Er hat, glaube ich, 37 mystische Schriftrollen gesammelt und eine Light and Dark Rolle gesammelt. Und ich habe das ganze Video gedreht. Ich habe für ihn gesammelt. Ich habe ihm Tipps gegeben, alles. Und dann am Ende, was ist passiert? Aufnahme abgestürzt. Ich konnte sie leider nicht mehr retten, gar nichts. Das heißt, die komplette Aufnahme, das komplette Summoning ist weg. Es tut mir so leid, das ist so. Mal, ich saß hier, ich konnte. Jetzt stürzt mir das Spiel auch noch ab. Ich hätte erst hier den Motor reinhauen können. Ich weiß nicht, was los war, warum auch immer. Ist jetzt auch völlig egal. Aber ich habe mir gedacht, boah, du kannst, Robin, sei jetzt nicht so ein Arschloch und sag ihm einfach nur, sorry, ist abgestürzt, spar jetzt wieder von vorne. Und dann kann ich wieder für dich summonen. Nee, da habe ich gedacht, das ist zu heftig. Deswegen habe ich mir zumindest überlegt, ich gehe jetzt in seinen Account rein. Und bitte seid nicht so böse und gebt jetzt einen Daumen runter für das Video, weil es kein richtiges Summoning-Video ist. Ich will ihm auf jeden Fall den Gefallen tun, ihm für seinen Account Tipps geben, seine Monster anschauen. Wir schauen auch die Monster an, die ich für ihn gesammelt habe. Es waren wirklich ein paar gute dabei. Und ich will ihm einfach so als kleine Wiedergutmachung zumindest dieses Video schenken. Von daher, wie gesagt, heute kein richtiges Summoning-Video, aber ich möchte zumindest auf seinen Account eingehen, ihm Tipps geben, ihm Hilfe geben, weil wenn ich schon seine Aufnahme versaut habe, dann möchte ich es zumindest versuchen, einigermaßen gut zu machen. Von daher, bitte seid mir gnädig, Leute. Wie gesagt, heute jetzt in diesem Video kein Summoning, aber wir gehen auf seine Monster ein und es war das ein oder andere gute Monster auf jeden Fall dabei. Okay, wie gesagt, es tut mir doch mal leid, Vortex, Mann, ey, das Worst Case, das wünscht sich kein YouTuber, wenn auf einmal die Aufnahme weg ist und ihr das so lange gespart habt. Und auf einmal ist alles weg. Bah, ich hätte echt kotzen können gerade. Es war so schrecklich. Ich dachte mir, nein, du kannst jetzt nicht einfach nur schreiben, es geht nicht. Okay, Leute, okay. Also, habt Erbarmen mit mir. Ich hoffe, das kommt nicht nochmal vor. Okay. Wie machen wir es am besten? Ganz neue Situation. Wir schauen uns einfach seine Monster an, gucken jetzt in seinen Account rein. Ich schwärze jetzt wahrscheinlich erstmal so die Monster aus, die ich für ihn gesammelt habe, weil er weiß es ja noch nicht, was ich für ihn bekommen habe. Er ist nämlich am Wochenende nicht da und vielleicht guckt er jetzt am Montag jetzt gerade das Video. Deswegen gucken wir erstmal Tagaros. Also, diese Monster, die hier oben alle so sind, ich blende die jetzt mal ein, die hatte alle vorher schon gehabt. Und ich habe so gesagt, Mann, okay, schau mir die Monster erstmal an. Und ich mache es einfach so, wie ich das sonst immer mache. Schau mir seine Monster erstmal an. Hier, Perna, nice. Klingt irgendwie total blöd, weil ich habe das gerade schon mal vorgestellt. Aber Perna, richtig schönes Monster, auf jeden Fall. Sixter Wert hast du gemacht. Brauchst du am Perna ist am Anfang. Perna ist für mich eigentlich ein PvP-Monster, ein richtig starkes, aber PvP. E ist natürlich auch sehr stark, aber ich sag mal so, die Glanzleistung liegt, glaube ich, im PvP. Und weil es einfach hier mit 100% zurückgerufen wird, wenn Perna einmal stirbt, das heißt in der Arena auf jeden Fall saustark, aber PvE natürlich auch super zu gebrauchen. Lieder nochmal Angriffskraft verbündeter Monster und dann schon so 44. 44 ist so viel. Explodiert komprimierte Feuerenergie, um den Feind Schaden zuzufügen. Je mehr HP der anwesende Feind besitzt, desto größer wird der Schaden. Also hier auch Cheshire-like, wie beim Windphönix, richtig starker Skill auf jeden Fall. Zur ersten Fähigkeit noch ein bisschen Stunrate mit bei, aber brauchst du nicht wirklich. Mach dir nicht auf der ACC, es bringt dir nichts, nur wegen Stun. Full Damage. Full Damage, Attack, 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 hatte ich gerade auch schon gesagt. Ich muss mich leider wiederholen. Das ist eine blöde Situation für mich, aber für euch ist es natürlich ganz neu. Also, Attack. Ich empfehle dir, auf dem vierten Slot immer entweder Crit Damage oder Crit Rate zu nehmen. Crit Rate eher bei den Monstern, die von Crit Rate profitieren in den Skills zum Beispiel. Das macht Perna jetzt nicht, deswegen würde ich dir zu Crit Damage raten. Weil die Kombination zwischen zweimal Attack und einmal Crit Damage bringt einfach am meisten Damage Output. Es bringt dir nichts, Attack, Attack, Attack zu haben, wenn du einfach bei einem Crit kaum Schaden machst. Also die beste Kombi, um wirklich fetten Schaden zu machen, ist entweder Fatalklinge oder du kannst natürlich auch später, wenn du im Nekro ein bisschen weiter bist, kannst du natürlich auch hier, wo sind die guten Runen? Wo sind die guten Runen? Zornbild nehmen, mit Zornklinge zum Beispiel. Das sind die besten Damage Skills mit Attack, Crit Damage, Attack. Was Besseres gibt es nicht für einen Attacker.
aber hast du hier schon für den Anfang. Du bist ja noch nicht so weit vom Level. Attack, Attack, Attack. Erstmal ganz okay. Hier hast du schon eine nice Rune ausgepackt, auch wenn die Subsets nicht wirklich gut sind. Zumindest heißt hier ein bisschen Speed drauf. Aber die ist auf jeden Fall 6 Sterne, beziehungsweise 15 wert. Kannst du am Anfang machen. Wie gesagt, Subsets sind ein bisschen verbesserungswürdig, aber für den Anfang hat man da einfach nichts anderes. Sylphe, schönes Monster auf jeden Fall. Leider nicht geruhnt. Warum, frage ich mich. Gucken wir mal. Hast du null, was? Null Runen? Das ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Wo sind deine ganzen Runen? Was hast du mit deinen Runen gemacht? Das wundert mich gerade hart. Also das hatte ich glaube, null Runen hatte ich, als ich den Account erstellt habe. Und ich glaube, da hat man sogar eine Rune, die man irgendwie in diesem Tutorial, glaube ich, reinmacht. Also, Beretta, schön mit Qual, Fokus, Qual, Energy. Je nachdem, was für ein zweites Set ist, nicht so wichtig. Hauptsache Qual, Speed, HP, ACC oder Speed, HP, Attack machen manche auch. Aber ich würde dir empfehlen, Full Support, Speed, HP, ACC, richtig schön, nice. Cases später für dein Giants-Team auf jeden Fall nicht schlecht. Guck mal ganz kurz rein, Def, Attack. Ich würde versuchen, ein bisschen mehr mit HP reinzugehen. Gewalt, Energy ist ganz okay, der Bild auf jeden Fall. Ich mag es vielleicht mehr aufs Speed, mit Tempo zum Beispiel, weil Gewalt drum sind eigentlich auf deinem Level, müsstest du wahrscheinlich alle aus dem Shop haben oder im Szenario gefarmt haben. Aber ist okay. Gewalt kann man auch auf jeden Fall auch machen. Und hier ist dann ultimativer Damage-Dealer wahrscheinlich gerade. Er haut hart rein, Tage aus, haut hart rein, hat kaum HP, aber die Fähigkeiten sind richtig stark. Schau mal kurz rein, Attack. Hier auch wieder, würde ich dir vielleicht, ich sehe schon hier unten Crit Rate, 31% erster Slot, beziehungsweise erste Fähigkeit, Feuersmash. Greift den Feind mit einem starken Hieb an. Bei einem kritischen Treffer wird dein Angriffsbalken um 30% erhöht. Deswegen würde ich dir raten, hier mit kritischer Rate auf jeden Fall ihn ein bisschen mehr zu gehen. Vielleicht auf Slot 4 Crit Rate, damit du, wenn du einen Crit machst, auch die, beziehungsweise wenn du crittest, dann kriegst du halt die 30% Angriffsbalken. Das heißt, der Monster ist viel öfter dran und wird dadurch viel stärker. Deswegen immer Slot 4, entweder Crit Rate oder Crit Damage. Das würde ich euch eigentlich jedem empfehlen, wenn ihr pur auf Damage geht. Okay. So, was haben wir noch? Ja, wir haben noch Bella, schönes Monster, Lucian Trevor. Du hast richtig starke Damage-Monster. Du hast eigentlich, was Damage angeht, erstmal genug für die nächsten Monate. Du hast hier ein bisschen Support drin, hier einen schönen Heiler drin, schön Support. Die Mundine wirst du wahrscheinlich für die Fusion benutzen. Du brauchst noch dein Vero und dann holst du noch ein bisschen Support durch Bernhard. Und dann hast du ein schönes Team. Du hast Heiler dabei, du hast Damage dabei, du hast Supporter dabei. Alles, was du brauchst für den Anfang. Und dann kannst du erstmal einen Giants 8 farmen oder später vielleicht auch einen Giants 10 farmen. Muss mal gucken, wie es vorwärts geht. Auf jeden Fall richtig gut. Dein Monster für den Anfang nicht schlecht. So, jetzt gehen wir auf die Monster ein, die ich für ihn gezogen habe. Zuallererst Halloween-Kürbis, Wind. Ja, leider habe ich dir nochmal den Halloween-Kürbis Wind gezogen. Aber wie gesagt, ist kein schlechtes Monster. Habe ich bei mir für Necro momentan drin. Weil einfach durch die zweite Fähigkeit attackiert den Gegner dreimal. Das heißt, du hast drei Attacks auf Necro, was schon mal richtig stark ist. Zudem zweiter Slot erhöht das Angriffstempo und Crit-Rate aller Verbündeter für 2 Runden. Tempo geht auch, Leute. Das Angriffstempo zu steigern im Necro funktioniert. Auch wenn es ein Cap gibt für das Necro Speed. Aber wenn du dich buffst, kannst du das Cap damit umgehen und bist noch etwas schneller. Also Tempo geht auf jeden Fall im Necro, zumindest der Buff. Und Crit-Rate ist sowieso immer nice to have. Letzter Skill baut eine Runde lang ein Schild mit 20% deiner Max-HP auf. Wenn du attackiert wirst, der Effekt wird nur einmal pro Runde aktiviert. Ist okay. Kannst du gut benutzen, wenn du zum Beispiel übernommen wirst. Aber es gibt bessere. Von daher, er ist ganz okay für Necro, aber bau ihn jetzt noch nicht unbedingt. Du hast ihn hier zwar schon angefangen, aber du brauchst noch kein Necro. Mach dein Giants-Team, mach dein Dragons-Team und dann kannst du weiter gucken. Ja, und der nächste, den ich dir gezogen habe, ist der Feuer-Halloween-Kürbis. Gucken wir da mal ganz kurz rein. Alle Halloween-Kürbisse sind sowieso richtig schön stark. Artikel ging da dreimal, das heißt dreimal erster Skill mit Slow noch dabei. Richtig schön im Necro das zum Beispiel. Ruft einen wandernden Seele herbei. Was? Ruft die wandernden Seelen zum Angriff und attackiert das Ziel 4-mal. Jeder Treffer senkt mit 30% Chance, dass Runde lang die Treffergenauigkeit des Ziels, also 4-mal Hit plus Debuff, auch richtig schön.
für Necro. Greift den Feind zweimal an, um die Verteidigung zu senken. Die Chancen erhöhen, einen Schreibschuss zu erzielen. Und die Regenerierung der nächsten... Was ist denn heute mit meinem Lesen los? Und die HP-Regeneration für 2 Runden lang 50% zur Chance zu stören. Das heißt, wieder zweifach Attack und wieder jede Menge Debuffs. Und dieses Monster ist nicht nur nice im Necro, sondern richtig gut im Raid, wenn ich mich erinnere. Weil du hast so viele schöne Debuffs, die du im Raid brauchst. Du hast Attack, du hast Slow drinne. Du hast Glancing Hit drinne. Du hast HP-Regeneration mit drinne. Hier auch nochmal Glancing Hit mit drinne. Schönes Monster für Necro auf jeden Fall. Und schönes, noch glaube ich, besser noch für den Raid. Also da, aber es ist auch wieder so ein Ding. Brauchst du das jetzt? Nein. Deswegen, aber legst du ins Lager. Später wirst du dankbar sein, dass du so ein Monster hast. Dann kannst du den Halloween-Kürbis bauen. Okay, kommen wir zum nächsten Monster, was ich dir gezogen habe. Ein Fake Net for Lukasha. 4 Sterne. Ja, was soll ich dazu sagen? Gar nichts. Kannst du für deinen nächsten 5-Star benutzen. So, nächstes Monster. Lich. Wasser habe ich dir gezogen. Habe ich auch gedacht, Mann, warum nicht? Vielleicht Wind oder so, weil Wind ist nicht schlecht für Arena. Schauen wir uns den aber auch nochmal an. War neulich in der Summoning Rotation Entwicklungsende. Gibt Immunität gegen Erfrieren, Betäubung und Schlaf und senkt die Chance, einen kritischen Treffer zu erleiden. Um 25. Das heißt, er ist eigentlich, wenn du in der Arena Death zum Beispiel aufstellst, ich glaube nicht, dass viele diese Fähigkeiten, ja, dass sie das wissen. Versuchen ihn vielleicht immer zu stunnen. Und wundern sich, warum es nicht klappt und so weiter. Ist eigentlich gar nicht schlecht für die Defense, aber schon auf den zweiten Skill an. Greift die Feinde zufällig mehrfach an und schwächt pro Angriff mit 35% Chance die Verteidigung für 2 Runden. Effekte, die das Angriffstempo reduzieren, löschen und der Feind wird eine Runde lang eingefroren. Das heißt, wenn sie Slow haben, tauscht sie den Slow gegen Freeze, was aber in Arena Defense wieder problematisch ist, weil Kamtras Monster die so programmiert hat, dass sie einfach machen, was sie wollen. Und du kannst das nicht abstimmen. Du weißt einfach nicht, machen die den Freeze, funktioniert das? Wenn es nicht klappt, ist eigentlich auch nicht so schlimm, weil Attack-Tempo, beziehungsweise das Angriffstempo zu reduzieren, ist ja auch ein schöner Debuff. Muss ja auch nicht unbedingt in Freeze umgewandelt werden. Aber das ist wieder so, funktioniert das Ganze? Ich glaube, er funktioniert schon in der Defense. Aber wer baut ein Monster, um in der Defense gut zu sein? Late Game. Irgendwann. Mit Late Game. Bist du da? Nein, brauchst du noch gar nicht. Von daher, weg mit dem, weg mit dem. So, jetzt möchte ich dir noch ein Monster zeigen, bevor wir auf das Highlight-Monster drauf eingehen, was, ja, wo ich mich sehr gefreut habe, dass du das gezogen hast, dass ich das für dich gezogen habe. Und wir schauen uns vorher aber noch dein Light and Dark Monster an. Ja, sorry. Du hörst es wahrscheinlich schon raus. Wo ist dieses Ding eigentlich jetzt? Aber ich muss mal hier auf Grad umstellen, dann werde ich das schneller finden. So, so, so. Ach du, ich habe es ins Lager gepackt, weil ich nicht mal genug Platz hatte. Also gucken wir ins Lager mal eben rein. Und der Light and Dark Monster wurde... Ja, die Lichtschlange. Und gehen wir das Monster nochmal eben kurz durch. Ich habe erst so gedacht, Lichtschlange, noch nie gesehen. Kann die überhaupt irgendwas? Deine Angriffskraft steigt bei jedem Angriff des Gegners um 20%. Der Effekt ist 5-mal stapelbar. Das heißt, wir können zu 100%, wir können 100% mehr Angriffskraft bekommen. Da habe ich gedacht, das ist krass. Das ist echt viel. 100% Angriffskraft. Das Teil kann zum Biest werden. Schauen wir uns aber die anderen Fähigkeiten an. Greift den Feind mit einem starken Überschallknall an und entfernt mit einer Chance von 50% einen stärkenden Effekt. Die Wasserschlange zum Beispiel, nicht schlecht für Giants, nicht schlecht für Dragons, weil sie stärkende Effekte entfernt. Wenn du straight Boss gehst, nicht schlecht. Zweite Fähigkeit, greift den Feind dreimal mit Energiebällen an. Jeder Angriff hat eine Chance von 30%, die Angriffsleiste des Ziels um 30% zu reduzieren. Also auch wieder gut für Dragons. Auch die Wasserschlange kann das auch. Dann habe ich mir überlegt, scheiße, das Teil ist ein HP-Monster. Wahrscheinlich hat es ein Low-Attack-Base. Also von Grund auf, vielleicht hat das Teil nur 700 Attack. Das heißt, das Teil kann 5-mal gestapelt werden. Okay, da hast du 700 Attack obendrauf. Aber wo willst du sowas benutzen? Arena. In der Arena geht es darum, ein Monster von 100 auf 0 zu klatschen. Und nicht erst 5 Stacks zu holen. Das dauert viel zu lange. Arena kannst du vergessen. Also, wenn dann überhaupt, vielleicht in Kämpfen, wo es etwas länger dauert. Aber selbst da, das ist ein HP-Monster. Also,
Ich bin mir da nicht sicher. Ich glaube eher nicht zu empfehlen. Aber vielleicht schaust du es dir nochmal genauer an, guckst im Internet nach. Aber sorry da, aber ich sehe gerade, hast du denn, nein, du hast das Monster nicht schon gehabt, das war das Monster. Ich dachte schon, okay, alles klar. Kommen wir jetzt aber zum Monster, wo ich mich wirklich gefreut habe und das wird dich auch echt weiterbringen. Kein Net 5, sorry, aber man, ich hätte, man, das kotzt mir immer noch so an, das tut mir echt nochmal leid, dass ich das Summoning versaut habe. Aber zumindest jetzt zumindest das Monster, wo ich mich am meisten drauf gefreut habe. Ja, Bryant, nice, Mann, schöner Bryant. Einer der besten Reviver, zumindest was Four-Stars angeht, sprich natürlich das Wiederbeleben. Vielleicht habt ihr es bei mir auf dem Account schon gesehen, also belebt einen toten Verbündeten wieder und gleicht den HP-Anteil aller Verbündeten aus. Richtig schön. Das ist einfach wesentlich einfacher, mit dem Bryant zum Beispiel im TWA auf Auto durchlaufen zu lassen. Kannst einfach so laufen lassen. Zudem Raid, richtig schön nice, weil einfach zwei Debuffs mit draufkommen, Angriffskraft schwächen und die HP-Relegation auch noch zu schwächen. Wie baut man ihn am besten? Man kann ihn auf ACC bauen. Man kann aber auch sagen, scheiß auf ACC, ich gebe voll HP. Dann haut er noch ein bisschen mehr rein. Ich bin mir nicht sicher, welcher Build besser ist. Ich habe ihn bei mir auf ACC. Next Rune Removal Day werde ich mal komplett auf HP ruhen. Was für den Anfang vielleicht gar nicht schlecht ist, wenn du ihn im Dragons benutzen willst, brauchst du ziemlich viel HP, weil er ist Wind. Im Dragons ist Feuer. Das heißt, das beißt sich so ein bisschen, er überlebt es aber trotzdem locker. Gib ihm so ungefähr 1000 Death, Rest HP, scheißegal, er wird das packen. Überlebt das auf jeden Fall, er ist ein purer Tank. Das ist so ein tanky Monster, Arena Defense, richtig schönes Monster. Du wirst merken, der macht dein Leben auf jeden Fall einfacher. Mach ihn auf 5 am Anfang erstmal jetzt, würde ich dir empfehlen. Später für Dragons würde ich schon 6 empfehlen, für TRA sowieso. Kannst du immer richtig gut gebrauchen, später auch im Raid dann. Ah, nice, nice. Hier, Alternative natürlich Undine Wasser. Auch ein schöner Reviver. Auch schöne Wiederbelebung dabei. Wurde kürzlich noch gebufft. Aber ich denke mal, weil du die gerade für die Fusion brauchst. Und ich Bryant eh noch besser finde als Mykene. Also Bryant auf jeden Fall. Ich sag mal, das Highlight-Monster hier vom Summoning. Oh Mann, okay, aber die Halloween-Kürbisse sind auch nicht schlecht, zumindest er hier. Du hast schon zwei geile Raid-Monster. Wenn du diese beiden Raid, auch wenn die Buffs gleich sind teilweise, ist das nice Raid-Monster. Aber Raid ist für dich sowieso noch lang hin. Aber dein Account ist schön, du hast viel Damage, du hast schön Support dabei, du hast Heilung dabei. Das Einzige, was du jetzt machen musst, ist, ich würde dir empfehlen, Giants 8, farm. Giants 10, farm. Danach farm. TOA 80 bist du dann ungefähr, schätze ich. Dann probierst du die mal in Dragons. Vielleicht ein 10er Team mit Ryan von der Weg. Sigmarus vielleicht noch fusionieren. Bella hast du schon. Nice, du hast Bernhard. Kannst du jetzt zwar nicht in Dragons benutzen, aber in Giants zum Beispiel. Also, dir fehlt nicht mehr viel. Du brauchst jetzt nur Zeit, Arbeit. Steck das alles in deine Runen rein. Gib deinen Mana nicht aus, sondern max deine Runen, hol dir deine Runen, die du brauchst. Und ja, das soll's fürs Summoning. fürs Summoning gewesen bei Vortex The Ra. Wie gesagt, sorry nochmal, Leute. Wie gesagt, ich hoffe, das passiert nicht nochmal, dass meine Aufnahme hier abschmiert. Aber wir können. Ich weiß, er ist am Wochenende nicht da, von daher diesen Wunsch heute eh nicht mehr äußern. Das mache ich jetzt nochmal für ihn. Und lass mir das Karussell nochmal drehen. Vielleicht das wäre jetzt richtig krass, wenn wir jetzt in der Aufnahme. Noch irgendwas, Kamptos, du gönnst auch einen Scheiß, ne? Ja, ganz echt einen Scheiß. Könntest du uns nichts, nicht mal. Ja, egal, bevor ich mich wieder aufrege. Okay, Leute, das war's heute von meiner Seite. Freunde, ich danke euch fürs Zusehen. Und Vortex, bitte sei mir nicht böse. Ich hoffe, dir hat es trotzdem gefallen. Wie gesagt, Brian, schönes Monster. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.